Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Police Contraband. Wir fahren fort. Oh nein, switchen. Wir hatten ja mitten in der Nacht einen Auftrag bekommen. Da sollen wir unbedingt hin. Da gibt es auch 1800 Dollar für. Weil das nehmen wir auf jeden Fall an. Wir sind nämlich sehr knapp bei Kasse. Und brauchen Munition und Werkzeug. Oh, da gab es einen Auffahrunfall. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich würde sagen, wir geben Vollgas. So, genau. Schießen. Oh, wir haben aber auch nicht so viel Munition mit, ehrlicherweise. Wir müssen damit zurechtkommen, was wir haben. Mal gucken, ob das was wird oder ob wir sterben werden, weil das wäre sehr ärgerlich. Nein, ich habe keine Axt dabei, ne? Meine Feuerwehr-Axt ist nämlich kaputt gegangen. Ich wollte mir eine neue kaufen. Ah, das sind meine Jungs, okay. Wo schießen die hin? Ich sehe keinen. Okay, jetzt sehe ich langsam welche. Auf jeden Fall irgendwer von meinen Jungs ein Gewehr dabei. Das ist schon mal gut. Oh, der geschrien hat, den habe ich gerade niedergestreckt. Ah! Ich muss zusehen, dass ich hier. Oh, Vorsicht! Ich die hier alle schnell runterschieße. Weil ich habe nicht unendlich Munition, leider. Nein! Okay, also Sturmgewehr. Sturmgewehr ist alle. Also, ich. Wenn ich jetzt mit meiner MP-Munition nicht hinkomme, dann habe ich ein gewaltiges Problem. Aber es sind nur noch 10 Gegner, also die helfen mir auch fleißig. Da kann man nichts gegen sagen. Achievement Scharfschütz 3 freigeschaltet. Sind wir anscheinend so ein guter Schütze oder was? Schleichen uns mal hier von der Seite an, aber ich glaube, wir sollten lieber mal nachladen. Oh, okay, den letzten. Oh, das war aber nicht mein Schuss, leider nicht. Okay, 1600 dafür bekommen. Oh, ich dachte, das ist einer, der hier gestorben ist. Ja, okay, wir sind wohl alle weg jetzt. Schade. Aber gut. Also, als ob nichts gewesen wäre hier. Und. Lass mich raten, der Baum ist natürlich jetzt. Ah, okay, der ist noch da. Ich dachte jetzt, der ist auch schon weg. So. Dann wollte ich ja unser ganzes Schmuggelzeug hier loswerden und unsere Pistolen, die wir zu viel haben. Ah! Ah! Ey! Ey, nein! Nein! Steig aus! Oh Gott, oh Gott! Ey, das war jetzt so ein dummes Timing. Natürlich kann ich seine Knifte nicht nehmen. Oh, mein Herz, ne? Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich jeden Moment sterbe und von neu anfangen muss, weil ich habe natürlich nicht gespeichert seit dem letzten Tag. Puh. Also mein Herz ist gerade echt in die Hose gerutscht. Ja, komm, mach die scheiß Sirene hier aus. Können wir jetzt nicht gebrauchen.
Ja, unser Karren ist auch schon gut demoliert hier. Aber was soll's. So. Meine Frage ist jetzt, ob ich um den Baum herumfahren kann oder nicht. Wir müssen zu Vlads Werkzeug. Eigentlich müssen wir Polizeistation und dann zu Vlads Werkzeug. Ich versuche jetzt mal einfach mit Vollspeed dagegen zu fahren. Ich hoffe, ich muss nicht zurücklaufen. Ja, okay, das funktioniert leider nicht. Na gut, dann müssen wir halt komplett außen rumfahren. Bin ich jetzt ein bisschen ätzend, aber was soll's. Und nebenbei zerstören wir noch unser Fahrzeug. Komplett. Okay, dann... Okay, wenn wir zur Polizeistation müssen, passt das eh eigentlich, dass wir auch hier lang fahren. Fahren wir jetzt hier durch den Wald, geben unser ganzes Muggelzeug, was wir beschlagnahmt haben, ab. Dann machen wir nochmal ein bisschen Geld. Dann gehen wir bei Vlad nochmal ein bisschen einkaufen. Meinetwegen kaufe ich auch die Schrotflinte, weil wenn ich schon so viel Munition dafür habe. Und dann gehen wir, denke ich mal, schlafen, weil wird Zeit für einen neuen Tag. Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch mal irgendwann hell wird, wenn wir jetzt hier einfach weiterspielen. Also muss man immer schlafen gehen oder dient die verpisst euch. Dient die Funktion Schlafen nur zum Zeitüberspringen und Speichern hauptsächlich? Genau, so. Ja, kein Überfahren, weil das den Fehler haben wir nämlich auch schon gemacht. Dass wir jemanden überfahren haben. 662, Alter. Das ist ja gar nichts. Das ist echt mickrig, ne? Was wir hier jetzt bekommen haben für unsere Schmuggelware. Ah, egal. Lieber 600 Dollar haben als nicht haben, ne? Und ein leeres Lager, aber es ist schon relativ leer. So, dann müssen wir jetzt hier lang, wenn wir zu Vlad wollen. Ja, wir fahren hier lang. Und dann nach rechts, genau. Da vorne ist eh zu, da ist Map-Ende. Oh, der Kollege ist auf jeden Fall gut beladen. Könnte auch sein, dass es einer... Ist das nicht der, den wir kontrolliert haben letzte Nacht? Am letzten Tag? Könnte sein, aber er hat jetzt kein Kennzeichen. Also kann ich es schlecht einschätzen. Aber selbst wenn er ein Kennzeichen dran hätte, wüsste ich jetzt eh nicht mehr genau, ob ich das Kennzeichen kenne oder nicht. Ja komm, jetzt gib mal Gas hier. Doch, das ist er. Er hat ein kaputtes Rücklicht gehabt. Einen platten Reifen. Ja, das ist der sogar. Tatsächlich. Wir müssen jetzt aufpassen. Unser Fahrzeug raucht schon schwarz. Es könnte ganz böse für uns ausgehen, wenn wir den ganzen Weg zurücklaufen müssen und uns ein neues Polizeifahrzeug kaufen müssen. Dann ist unser ganzes Gespartes hin. Und ich sehe schon irgendwie kommen, dass wir uns jetzt dick einkaufen hier bei Vlad und dann brauchen wir einen schönen Unfall. Und das Geld ist hin. Grüß dich. So. Also, ich habe Folgendes. Kann ich die verkaufen? Ich kann die nicht verkaufen. Ja, das ist ja ärgerlich. Ich habe so viele Pistolen. Was will ich denn mit denen? Ich würde die gern loswerden. Aber leider nicht. Okay. Gut. Also wir brauchen... Wir brauchen irgendwas, was haltbar ist, ohne Ende. Komm, wir kaufen hier die Eispicke. Dann kaufen wir nochmal eine billige Axt. Dann kaufen wir noch ein Messer. Nehmen wir das Schnappmesser. Brechstange. Ja... Kaufen wir nochmal eine Brechstange. Die ist auch bald hin.
Schaufel kaufen wir auch nochmal einen Spaten. Gut, Mistgabel haben wir. Die ist voll, die benutzen wir eigentlich sehr selten. Okay, gut. Dann Schrotflinte. Ja, Schrotflinte muss sein. Scharfschützengewehr kaufen wir noch nicht, weil erstens teuer, zweitens haben wir dafür noch nicht so viel Munition, aber wir kaufen mal ein bisschen Gewehrmunition. Würde sagen, bis wir nur noch 1000 Dollar übrig haben. Oder genau, knapp unter 1000. So, neue Magazine sollte ja reichen, hoffentlich. Ja, danke. Gut. Dann machen wir uns auf den Nachhauseweg. In der Hoffnung, dass wir. Oh, wir müssen unser Fahrzeug auch noch reparieren, ne? In der Hoffnung, dass wir das auch überleben. Also, es könnte jetzt sehr, sehr kritisch für uns werden. Oh, ich darf jetzt nicht so viel träumen hier und nicht so viel rumgucken in der Weltgeschichte. Okay, also meine Frage hat sich beantwortet. Es wird hell. Das heißt, wenn wir gleich da ankommen, könnte es sein, dass schon die ersten Einreisenden am Grenzposten stehen. Ist ein bisschen blöd für uns. Warte mal, fahren wir richtig? Ne, wir fahren natürlich falsch. So. Darf ich wenden? Ohne dass ich mir mein Hallo! Oh. Fahren die aber auch mit Speed um die Kurve. Vor allem mit einem LKW. So, jetzt fahren wir aber richtig. Jetzt nur die Frage, wie werde ich meine Pistolen los? Ich habe zu viele, ich brauche nicht so viele. Ich habe drei Pistolen. Ich kann ja nur eine benutzen. Das sind halt auch dreimal die gleichen, ne? Was denn jetzt? Ah, okay, siehst du, neuer Arbeitstag hat begonnen. Ja, das ist doch perfekt, aber trotzdem würde ich gerne vielleicht schlafen oder speichern. Weil wer weiß, wie viel Fehler ich heute baue. So, Kumpel. Du musst leider mein Fahrzeug reparieren. Okay, 50 geht noch. Aber wir haben trotzdem sehr viele Ausgaben. Ja, komm. Nee. Ich gucke erstmal, ob man speichern kann, ob das überhaupt möglich ist. Oh nein. Okay, neue Post haben wir nicht. Einen Moment. Wobei, sie können schon mal rein. Ich mache mal meine Kippen leer hier. Okay, Flaschen. Zigaretten. Okay, wir haben genug Zigaretten wieder hier. Dann Munition. Wobei, eher gesagt, Waffen. Waffen haben wir hier. Alles Mögliche da. Mistgabel brauchen wir nicht wirklich, weil benutzen wir eigentlich gar nicht. So, Schrotflinte. Ja, die Schippe brauchen wir auch relativ selten. Ja. Warte mal, das machen wir so. Also jetzt ist mein Waffenlager schon wieder komplett unübersichtlich. Aber okay. So, ein Magazin Schrotflinte. Habe ich von allem ein bisschen, falls wir überfallen werden zwischendurch. Gut. Ah, hier ist schon wieder dicke Stau. Grüß dich, komm. Heute muss ein bisschen schneller gehen. Okay. IGE 3992 AR. Okay, das passt. Spiegel passen. Scheiben passen auch. Gut. Reifen, Stoßstange, alles in Ordnung. Nein, doch nicht in Ordnung. Dein Ernst? Ich habe natürlich blöd geparkt, ne?
Nächstes Mal parke ich auf jeden Fall rückwärts ein, dass ich auch direkt losziehen kann. Weil sonst würde ich irgendwann noch einen, der auf jeden Fall ein deutlich schnelleres Fahrzeug hat, schnell aus den Augen verlieren. Komm. Ah, okay. Also entweder ist er halt an sich langsam oder weil ich ihm halt in seinen Reifen geschossen habe oder wo auch immer ich hingetroffen habe. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Erstmal hier Sirene anmachen, damit auch deutlich zu hören ist, dass hier was vor sich geht. Ja, jetzt wird auf einmal schnell, ne? Ah, Mann, ich dachte, ich kann hier abkürzen und genau da hebe ich ab. Nein! Komm, komm, komm. Er flüchtet. Oh, ich war doch so nah an ihm dran. Da wollte ich einmal abkürzen, um vor ihm zu sein. Und dann, also, Leute, nicht abkürzen, einfach immer brav hinterherfahren. Und dann kriegt er das auch so hin. So, ja, hier hätte ich theoretisch abkürzen können oder vorbeifahren können, aber natürlich habe ich mir die dümmste Stelle ausgesucht zwischen den Bäumen. Ey, Kollege, komm. Da sind so viele Leute, die eigentlich noch über die Grenze wollen. Wo sind denn eigentlich die ganzen Autos? Jawohl. Du bist verhaftet, Kollege. Ja, ich weiß, dass da... Aber ich muss jetzt hier erstmal abchecken. So. Zu weit weg. Scheiße. Ich hätte ja gern... Kann ich das Fahrzeug vielleicht selber fahren? Geht das? Das geht tatsächlich. So, jetzt die Frage. Ja, wir sind gar nicht so weit weg, ne? Also, das ist mir tatsächlich wert. Mein Auto da stehen zu lassen. Kann ich das zurückholen lassen von dem? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ob der Kollege hier mein Auto zurückholen kann. Oh, geil! Das funktioniert. Ja, das ist gut. Okay, dann... laden wir mal die Kiste hier aus. Tut mir leid, dass Sie alle da warten müssen, aber... ich habe hier gerade einen wichtigen Fall... den ich fertig bearbeiten muss. Okay. So. Das ist irgendwie blöd, dass ich... oder eigentlich dumm, dass ich jetzt... deine Papiere trotzdem kontrolliere. Aber natürlich gibt das auch Geld für mich, ne? Aber mehr hat er nicht... Das kann auch gar nicht wahr sein. Dass das wirklich nur das eine Päckchen war. Hm. Interessant. Hat er denn hier im Innenraum noch irgendwo was? Nö. Sonnenblenden hat er keine. Ja, okay. Das ist alles... soweit in Ordnung. Das ist ja echt mysteriös, dass er wegen 3 Stangen Zigarette die Flucht ergriffen hat. Absolut crazy. Hm, na gut. Aber Papiere habe ich gar nicht von dem, ne? Ah, okay. Egal. Mach den Bereich leer. Sitzfläche des Beifahrersitzes. Oh.
Na klar. Aber okay. Gut. Dann der nächste bitte rein. Sie wollen jetzt aber nicht durchziehen, oder? Hoffe ich doch für Sie. Oh, wenigstens einer, der mal an mich denkt. Das gibt's ja gar nicht. So, ein Spiegel fehlt schon, das kann ich schon mal sagen. Fehlender Spiegel. So, ich wieg sie auch eben mal. So, dann auch schon mal einen platten Reifen. JTH 538. JTH 538 4KB. Ist in Ordnung. Okay, noch einen zweiten Plattenreifen. Zweiter kaputter Reifen, fehlende Stoßstange und zwei gesprungene Scheinwerfer hinten. Das ist zwar eine Stoßstange theoretisch, aber es ist kein Kennzeichen dran. Also es ist für mich keine komplette Stoßstange. Okay, der Rahmen ist einfach nur aus Holz gebaut. Interessant. So. Wie sieht es denn mit Scheiben aus? Die sehen okay aus. Den einen Spiegel habe ich aufgeschrieben, glaube ich, ne? Ja. Okay. Keine Sorge, dass ich hier mit Messer rumhantiere. Ich passe auf, dass ich hier nichts zerkratze und nichts kaputt mache. Wenn es nicht sein muss, muss nur meinen Job machen. So, 5,50. Okay, das laut dem Papier passt das. Ja, du verschönest auch meine Zeit. Muss ich dir jetzt mal ehrlich so sagen. Okay, da sehe ich auch schon, da ist auch schon Ärger am Argen. Die Musik, ne? Immer wenn die Musik kommt, denke ich, dass wir gleich überfallen werden. Ey. Das dauert noch ein bisschen. Admadola! Theoretisch müsste auch nur noch ein einziger Schmuggler fehlen, ne? Ja. Sogar richtig. Ey, bleib mal hier. So. Deine Visage, das passt, okay. Gut. Also Kennzeichen war in Ordnung. Amindava, 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 Amindava. Gut. So, Illich 5-7. Das ist richtig. Okay, das ist soweit richtig. Fahrzeugschein passt soweit. Gut, dann Frachtbrief. Zwei Fischfass. Ist richtig. Kornsack 3 ist richtig. Heuballen 3 ist richtig. Kühlschrank 1 ist richtig. Und Medikamente ist richtig. Alles klar. So, dann Nummer. YL5191M1T, ja. Juli, Juli. Beides okay. Dann nur noch Einreisebestimmung. So, Lebensmittel 6. Ja, was ist das jetzt? Fischfass? Ist klar, dass Lebensmittel ist. Kornsack ist theoretisch auch Lebensmittel. Es sind 5. Heuballen ist für mich kein Lebensmittel. Also passt das. Haushaltsgeräte, Kühlschrank, ja, Chemikal. Ich lasse den so durch. Das Einzige, was ich hier zu bemängeln habe, sind halt... Warte mal. Pro Kategorie, okay. Jo, ist beendet. Du darfst einreisen. Ich glaube, ich krieg wieder auf den Deckel. Aber okay. Mal gucken, was die Begründung sein wird. Ja klar, wegen Dings weiß ich schon. Stoßstange. Das verstehe ich nicht. Das Kennzeichen fehlt doch hinten. Also fehlt doch da was. Ah, vergiss es. So. Scheiben in Ordnung, Spiegel in Ordnung, Stoßstange, Scheinwerfer in Ordnung, einen platten Reifen hast du.
Ansonsten sieht das ja okay aus. So. Ein kaputter Reifen. So, Kennzeichen INP 7480GU. 7480GU. Okay. 42040. Sager 53. Ja. Okay, da. So was drauf.